Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auf jeden Fall seht ihr mich jetzt gerade hier in Tunesien noch. Ich 4.16 Uhr deutscher Zeit und dann echt 3 Uhr. Was laber ich dann echt? Grad. Auf jeden Fall bin ich hier im Urlaub, wie viele von euch wissen. Für die, die auf Snapchat aktiv waren, wissen, dass ich hier eine sehr, sehr schöne Zeit hatte. Nur leider hatte ich keine Zeit, hier Videos zu machen. Das war halt sehr, sehr schwer. Die meiste Zeit habe ich halt immer in Hotels Videos gedreht. Auf jeden Fall geht es heute wieder Richtung Deutschland. Und ich habe heute auf dem Weg nochmal was krass vorbereitet. Auf jeden Fall werden wir uns in Köln, wo wir landen, nochmal ein paar Fans treffen. Deswegen dachte ich, schalte ich einfach den Vlog ein. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns wieder in Tunesien am Flughafen. Das wäre es von mir, Leute. Bis dann. So, Leute, auf jeden Fall sind wir jetzt im Flughafen angekommen. Auf jeden Fall, Leute, 6.31 Uhr deutsche Zeit. Wir kommen auch mit deutscher Zeit irgendwie gegen 9.40 Uhr an. Und dann habe ich angesagt, dass ich genau um 11 Uhr am Kölner Dom sein werde. Ich weiß ehrlich nicht, ob viele da sein werden. Wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall nicht wundern, warum ich so gelangweilt rede. Eigentlich rede ich ja immer ganz anders. Auf jeden Fall bin ich richtig müde. Ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht nochmal im Flieger wieder. Aber ansonsten sehen wir uns wieder am Kölner Flughafen. Ja, ne? Ja. Ach ja, mein großer Bruder ist natürlich auch am Start. Und die kleine süße Zicke ja auch. Ey Leute, ne, wir sitzen jetzt im Flugzeug. Kennt ihr das? Ihr steigt im Flugzeug ein und ihr habt einfach Angst, dass es abstürzt. Leute, so ist das gerade bei mir, ne? Immer dieses Gefühl, dass man abstürzt. Wir hoffen natürlich, dass wir gut ankommen. Wenn ihr das Video seht, dann sind wir gut angekommen, ne? Ja. So Leute, auf jeden Fall, wir stellen jetzt ab, ne? Leute, ja, nein, das fühlt sich nur so an, weil das so doll runter geht. Nein, wirklich, aber wir stellen jetzt ab. Es ist vorbei. Es ist vorbei, Sabri. Es ist vorbei. Oh Mama! Nein, wir sind da! Dankeschön, Mann, Digga. So Leute, auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der Bahn angekommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt 10.45 Uhr und ich habe einfach nur 15 Minuten Zeit, weil ich um 11 Uhr meinte, dass ich am Kölner Dom bin. Ich habe keine Ahnung, wie viele dort sein werden. Auf jeden Fall, wir sind alle richtig kaputt, aber wir ziehen das natürlich durch für euch. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir sehen uns dann am Kölner Dom wieder. Bis gleich. Ne? Ciao. Ey Leute, ne, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Dom, ne? Einfach die größte Verspätung wegen der Bahn. Ich schwör's euch, Leute, wir haben 11.23 Uhr. Ich bin einfach der ungeplanteste Mensch, den es gibt. Ich schwör alles. So Leute, tut mir leid, dass ich aufgenommen habe. Ich hab das voll vergessen, weil ich sofort gekommen bin. Auf jeden Fall habe ich mega viele Geschenke bekommen, Leute. Mein Bruder ist auch dort, filmen mein Bruder da vorne. Und dann hier. Auf jeden Fall, danke an Köln nochmal. Wir sehen uns auf jeden Fall an dem Video, der ist nochmal, wenn ich da bin. Und ja, ich habe hier mega viele Geschenke bekommen. Schnell nach vorne einfach. Also, ist auch die okay, wollt ihr alle Tschüss sagen? Ja! Leute, auf jeden Fall sind wir jetzt hier bei McDonald's drin. Auf jeden Fall, guckt euch das an, Leute. Hier auf jeden Fall wieder so einen süßen Teddybär dazu bekommen. Einfach meine Schwester hat ganz ein Musical.ly's gemacht. Und mein Bruder war richtig genervt. Hey, er wollte sich verstecken, aber die haben ihn gefunden. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch so fit bin. Ich bin die ganze Nacht wach, ich habe gar nicht geschlafen. Ey Leute, ne, sorry, dass ich nochmal einschalte, aber ich schwöre, ich bin der größte Fettsack, den es gibt. Jeder weiß, dass ich viel esse, ne? Habe ich übertrieben. Ich habe einfach 2 Chicken Burger, einen McChicken Classic. Jetzt habe ich hier noch 20er Chicken Nuggets, eine große Pommes und Leute, hier sind wir jetzt hier im Zug, Alter. Ich schwöre, das erste Mal, dass wir so richtig gute Plätze haben. Einfach Doppelplatz hier. Mein Bruder auch am Start. Kurz Statement, Moment. Kamera weg, Alter. Wir sind seit 4 Uhr morgens irgendwie unterwegs. Tut mir leid, mein Handy ist gerade aus. Ich bin so kaputt. Ne? Ey, merkt ihr es immer, wenn ich in irgendeine Stadt gehe, ne, sage ich immer an, wenn ich irgendwo bin. Das heißt, ich versuche einfach jede Minute auszunutzen, dass ich mit euch bin, dass ich mit meinen Fans unterwegs bin. Das Video wahrscheinlich in 2-3 Tagen online kommen und genau einen Tag danach, den Samstag, werde ich schon ein Fan-Treffen in Dortmund machen. Ich freue mich einfach mega. Ey Leute, ne, dreimal dürft ihr wissen, was passiert, wenn mein Bruder schläft und Yunus Langeweile hat, Alter. So Leute, auf jeden Fall gehe ich mich jetzt auch nochmal hinlegen. Ich bin mega müde, ne? Natürlich lassen wir meinen großen Bruder jetzt auch schlafen. Nächste Reisemöglichkeit nach Paderborn ist dann die Eurobahn über Soest und Lippstadt nach Paderborn. Abfahrt 15 Uhr Reisen. Leute, der schläft so oder so wie ein Stein. Endlich sind wir bei dem Auf, Mist.
Ja, mein Teddy. Ja. Wir sind jetzt endlich in Wolfsburg angekommen, Mann. Hier sind die Sachen. Auf jeden Fall, gerade am Bahnhof haben wir nochmal einfach Fans getroffen. Richtig süß auf jeden Fall. Jetzt kommt die mega schlechte Nachricht. Ich bin seit 20 Stunden wach, ne? Wirklich, ich bin seit einem ganzen Tag ungefähr schon wach und ich bin wirklich tot. Mein Mund ist so trocken, ne? Wolfsburg ist geiles Wetter, ist richtig warm. Sonne scheint und so, ihr wisst Bescheid. Wir haben gerade so ein dickes Problem. Einfach unser Bus verpasst. Die ganzen Blumen hier an alle, die habe ich natürlich nicht weggeschmissen, die behalte ich natürlich alle. Die sind richtig schön, ich schwöre, ich habe die durch den ganzen Zug mitgeschleppt, alle haben mich so komisch angeguckt, ne? Aber ich finde die Blumen natürlich richtig süß, Alter. Was, wohin willst du? Ja, geh doch, Junge, was sagst du mich voll, Junge? Was? Okay, Leute, ihr seid jetzt live dabei. Live Reaction, ich sehe mein Zimmer wieder. Oh mein Gott, ich schwöre, alles ist genauso geblieben, wie ich es hinterlassen habe, Mann. Guckt euch das an. Hier sogar noch alle Geschenke. Ich habe das alles noch so sauber geordnet, ne? Und hier habe ich noch ein paar Geschenke von Köln wieder bekommen. Mein Fidget Spinner auch am Start. Oh mein... Oh, um Gottes Willen, was war's? Extra wegen euch lade ich jetzt schnell mein Handy. Ihr nicht schlafen, Leute. Ich gehe jetzt extra zuerst, damit ich das Video fertig machen kann. Und ja, ich liebe euch. Ach ja, Leute, und bevor ich es vergesse, auf jeden Fall habe ich hier noch ein süßes Geschenk am Bahnhof bekommen in Wolfsburg. Schöne Grüße an dich auf jeden Fall. Und ihr seid jetzt live dabei, wie ich das hier aufmache. Also, so. Uiuiuiui. Also das überrascht mich schon mal. Erstmal Schokolade. Das sieht schon mal sehr gut aus. So, auf jeden Fall erstmal Koala-Bären. Ich höre, die sind mega lecker, Leute. Auf jeden Fall danke an dich. Dann so ein Power Extreme, das wird sofort an mein Regal kommen. Merkt ihr was, Leute? Psst, das ist keine Produktplatzierung, Leute. Nein, das ist keine Produktplatzierung. Das war's jetzt vom Video. Ciao, bis zum nächsten Mal.